Okay, es geht los mit Boreal. So, in der physischen Version von Boreal des Spiels sitzen sich die beiden Spieler auf beiden Seiten gegenüber. Wir haben hier mal die waagerechte Darstellung. Das war im Tutorial auch so. So, Taverne im tiefen Tal ist auch ein schönes Ding, ne? Auch ein bisschen untergegangen. Aber es gibt ja viele schöne Spiele. So, bei Boreal, da bauen wir so eine Pyramide aus so Plättchen. In der untersten 4, dann 3, 2 und 1. Und wenn die Pyramide fertig ist, ist das Spiel irgendwie zu Ende. Und dazu craften wir hier oben aus der Auslage Karten und können dafür Kompasse ausgeben. Und zwar immer dieser Marker. Der Marker hier unten, der ist für mich, der hier oben ist für meinen Gegner, der mir quasi gegenüber sitzt. Und ich habe quasi jetzt 5 Kompasse und die kosten halt hier immer oben, was die Karten 1, 3, 0, 5, 3. Aber ich kann aber nur bis hier kaufen, soweit wie mein Marker hier liegt. Die rechts kann ich gar nicht kaufen, bei ihm ist es halt von der anderen Seite. Er hat schon 7 jetzt. 7 Kompasse. Und die haben halt einerseits Siegpunkte, das sind hier unten die Bücher. Zum Beispiel die kostet plus 3, hat 5 Siegpunkte, hat aber keine Sonderfähigkeit. Hier könnte ich zum Beispiel eine Karte entfernen. Hier könnte ich irgendwas tauschen. Ich glaube, dann nehme ich das hier. Das bringt mir schon mal 5 Siegpunkte, was nicht so schlecht klingt. Und es war jetzt keine andere Karte mit irgendeiner coolen Fähigkeit. So, wir gucken mal, können wir die ein bisschen größer machen? Genau, wir brauchen das Gegner-Tableau ja nicht unbedingt. Den Spielplan. Da gibt es keine Reaktion, aber so sieht man mein Tableau, glaube ich, ganz gut. So. Der Vorteil nämlich bei dem neuen Rechner ist auch noch, dass. Das wusste ich gar nicht, war jetzt nicht unbedingt mein Plan, aber der hat 4 Monitoranschlüsse. Jetzt habe ich hier oben rechts noch einen vierten Monitor mal hingebaut. Und da habe ich jetzt ganz groß den Chat drauf, den Overall-Chat. Das heißt, ich sehe hoffentlich sowohl bei. Also ist ja der Chat aus YouTube und Twitch zusammen und ich hoffe, ich verpasse jetzt nichts mehr, jetzt wo es hier ganz groß hier oben ist. Ja, die Karten sehen schön aus, ne? Also die Illustrationen finde ich auch. Also wenn man hier drauf geht, sieht man ja. So, die Karten, das ist ganz niedlich gemacht. So, jetzt können wir können immer zwei Sachen machen. Wir können entweder eine Karte auswählen und gleich platzieren, oder wir können sagen, oh, da liegt so eine coole Karte. Die kann ich mir im Moment auch nicht leisten. Dann kann ich die auch reservieren und die rechts hinlegen und dann könnte ich dann in einer zukünftigen Runde das spielen. Das kennt man ja von anderen Spielen so, dann sichert man sich halt eine Karte, die man unbedingt spielen möchte, gibt dafür halt einen Zug auf, sozusagen, den man für das Reservieren benutzt. Die kostet hier 8. Und ich kriege 5 Siegpunkte und einmalig 4 dazu, ist natürlich auch nice, ne? Ich glaube, die reservieren wir hier. Die reservieren wir, packen wir hier rein. Und dann ist der Gegner dran. Was haben wir denn so für Effekte? Hier kriegen wir einfach. Dein Mitspieler verliert ein Kompass. Okay, cool. Hier. Wirf eine Karte vom Brett ab. Also der hat den Effekt, kann ich eine Karte entsorgen. Das macht wahrscheinlich vor allem Sinn, wenn man vielleicht sieht, was der Gegner hat. Im Moment hat er sammelt der Gelbe. Vielleicht will er irgendwie. Es gibt nämlich Karten, die haben hier unten eine Wertung dann auch drauf, sozusagen 2 Siegpunkte pro gelber Karte zum Beispiel in der eigenen Auslage. Genau, wir haben nämlich die Produktion und ich glaube für jede, genau, hier oben sind nämlich hier Plus quasi für jede Karte hier oben, für jedes Kompass kriegt man eine Produktion am Anfang wieder einen Kompass. Das heißt, da muss man auch mal schauen. Ja, jetzt ist schon 3, warum? Achso, weil ich einen reserviert habe natürlich, okay. Wir produzieren aber noch einen, das heißt, wir sollten uns jetzt irgendwas holen, was uns vielleicht sogar mehr Kompass sind. Hier reserviere eine Karte, ich kann auch eine zusätzliche Karte reservieren, okay. Was macht das hier? Punkte der Karte links. Ah, die müsste man dann hier hinlegen. Die ist natürlich auch nicht schlecht, ja, ey. Wenn man die ganz rechts liegen hat, in der untersten Reihe, dann bekommt man alle Siegpunkte, die da links daneben liegen. Nice, jetzt haben wir 4. Wir könnten jetzt. Genau, der Gegner verliert einen, aber stört ihn vielleicht jetzt noch nicht unbedingt so. Wir nehmen mal die. Vielleicht finden wir ja eine blaue. Irgend so eine blaue Wertung noch. Oh, die produziert zum Beispiel 2 Kompasse am Anfang der Runde. Am Anfang des Zuges. Immer am Anfang des eigenen Zuges produziert man halt Kompasse. Die kostet für ihn aber 8, ne? Für mich kostet die 1.
Ist natürlich nice. Er könnte es natürlich reservieren. Was ich vielleicht machen würde, allerdings hat er auch 7. Kann also auch gut Kompasse ausgeben. Er kauft da eine. Oh, hier haben, sehen wir zum Beispiel 2 pro Rot. Er hat nur ein rotes Symbol. Also wir nehmen mal die. Packen die hier oben drauf. Und haben jetzt... Ach Moment, warte mal kurz. Ich glaube, das haben die im Tutorial nicht richtig erklärt, aber es könnte sein, dass sobald du die nächste Ebene anfängst, hier unten die nichts mehr produzieren. Ah, okay. Wird bei ihm also als nächstes passieren? Mal gucken, ob die Theorie... Ja, zumindest da... Ja, genau, da, wo es draufsteht. Ah, okay, verstehe. Ja gut, dafür ist das ja nicht schlecht unbedingt hier. Habe ich zumindest die ersetzt schon mal. Dann baue ich hier unten noch welche dran. Was macht das Ding? Schaue die nächsten 3 Karten an, reserviere eine und lege die bei den anderen unter den Stapel. Auch nicht schlecht. Auch so ein Spiel, wo man wieder ein bisschen die Symbolik und es sind wahrscheinlich nicht so viele Fähigkeiten, aber dass man die erstmal kennenlernt. So, gucken wir mal. Ich müsste natürlich auch mal schauen, dass ich hier mal 8 Kompasse zusammenbekomme. Im Moment produziere ich 2. Ich könnte mir auch das Ding nochmal holen. Das produziert auch nochmal 2. Guck mal. Kann ich nicht, kostet ja 5. Ah, ich verstehe das Problem. Ich kann mir nur die leisten. Da verliert der Gegner auch ein. Das ist okay. Und ich produziere dann 3 nächste Runde. Wenn ich jetzt hier noch einen platziere, habe ich dann genug, wenn die nicht zu teuer ist, um mir die meine reservierte dann zu leisten. Ah, genau, hier hat er sich nämlich schon eine geschnappt, die pro Gelber 2 Siegpunkte bringt. Zum Glück hat er jetzt nicht so viel Gelbe bekommen, weil die alle bei mir hier irgendwie links liegen und er sie sich von ihm aus gesehen rechts nicht leisten kann. Aber danke für dein Abo. Kam jetzt irgendwas? Ich habe wieder nichts gehört. Ich habe doch eigentlich meinen Bot laufen. Eigentlich, oder kam jetzt irgendwas? Ich habe es noch nicht mitbekommen, wo eigentlich... Oh, ich habe es auch noch ausgetestet gestern. Teststream. Aber vielen Dank fürs Abo, Marina. Muss eine Karte vom Brett abwerfen. Okay, was haben wir denn da? Okay, 7, die ist natürlich auch nicht schlecht. So, haben wir was richtig Günstiges? Haben wir nicht, ne? Können wir die jetzt kaufen und produziere dann 5. Machen wir das. Oh, die muss ich da oben hinbauen. Warum muss ich die da oben hinbauen? Ah, die darf ich nicht da unten hinbauen. Ah, die haben auch so einen Effekt, Platzierungseffekt. Die darf ich auch nicht unten hinbauen. Eieiei. Okay. Dann reservieren wir uns eine Karte. Hat man auch sowas 2 mit ringsrum roten. Also es sind schon einige Dinge hier, die ganz witzig sind. Wir reservieren uns die. Ja, das Herz fliegt durch, aber eigentlich sollte hier auch, ich guck mal gerade, Moment. Ich schau mal gerade, ob ich hier den Streamerbot mal kurz mir anschauen kann, warum die Action jetzt nicht kam. Zur Not kann ich sie raus noch mal rausschießen. Müsstest du sogar der letzte kommen? Ich gucke mal. Ah, irgendein anderer Name. Aber auch kein Ton. Oder höre ich den nur ich den nicht? So, jetzt habe ich 8. Jetzt werden wir das hier platzieren und kann ich nämlich auch hier unten hin platzieren, was ich auch tun werde. Dann bekomme ich nämlich nochmal 4 hinzu. Also ich habe alle ausgegeben und bin wieder bei 8, weil ich ja auch 4 produziere plus die 4, die ich hier bekomme von der Karte. Ein ganz guter Effekt. So. Jetzt haben wir wieder 8. Jetzt gucken wir mal. Aber sie hat auch 8. Das heißt, wenn man es ordentlich spielt, hat man ja voll die Karten. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir irgendwas?
Ich habe zwei gelbe, zwei blaue, sogar drei gelbe. Da sind keine Wertungen für mich da. Das bringt dann einfach Siegpunkte hier und dann kann ich noch eine Karte reservieren. Dann machen wir das, platzieren die dahin und dürfen noch eine Karte reservieren. Hat mich allerdings auch 6 jetzt gekostet, aber die bringt mir Siegpunkte pro Grün, das bringt mir ja gar nichts. Oh, die produziert 3. Was natürlich schon nice ist. Ja. Wir nehmen mal die. So. Ja, ich denke mal, sie wird schon wissen, was sie tut, obwohl sie hat auch erst einen Elo-Punkt, also vielleicht weiß sie das auch nicht. Keine Ahnung. Dann platziere ich mal die hier hin. Bestätigen. Die hat gerade plus 2 nur. Hat aber eine Menge. Weil sie hier nochmal extra welche bekommen hat, zum Beispiel. Hier bekommt sie für die gelben ringsrum jeweils 2 Siegpunkte, was natürlich stark ist. Hier einfach 4, 4. Ne? Ich habe auch ein paar höhere. 5, 4, 3, 5. Aber ich habe nicht so die Wertungen. Das sieht nicht so gut aus. Ja, komm, ja, du hast noch 3 Karten, die ich platzieren kann, ne? Ja, die ist nett. Bringt aber nur 2 Siegpunkte am Ende. Irgendeine Karte holen, die einfach Siegpunkte bringt. Was macht das denn? Tausche 2 Karten in deiner Pyramide miteinander. Okay. Das ist auch nicht so schlecht. Na, dann platzieren wir die mal hier hin. Ersetzt die genau die, aber naja, 2 Siegpunkte. Toll ist nicht. Toll ist das nicht. Jetzt hier noch 2, zumindest eine Wertung immerhin. Ja, so ganz ohne Wertung sieht das, glaube ich, schlecht aus, oder? Aber es kommen irgendwie keine Wertung. Was haben wir denn hier? Zweimal X, zweimal 2 Punkte pro Ebene dieser Karte in der Pyramide. Also wenn die ganz oben liegt, macht die 8. Oh, die ist nicht schlecht. Kann sie sich im Moment nicht leisten. Wäre für sie aber eine ganz gute Karte. Ich glaube, die holen wir uns. Wenn ich jetzt hier hinlege, sind die immer 6 Siegpunkte wert. Ich könnte die allerdings auch reservieren. Oh, allerdings ist das Spiel gleich fertig. Ich kann den Song gleich fertig auf Spotify nicht finden. Danke, Alexa. So, naja, dann haben wir wenigstens eine Wertung, oder? Nochmal 6 Punkte. Das ist mehr als alles andere hier. Man endet das Spiel. Müsste doch jetzt eigentlich. Ah, ist schon die Wertung schon da. Dies ist dein letzter Zug. Okay, das war schon mein letzter Zug. Und die Wertung kommt jetzt. Ja, gut. Oh, ich habe gewonnen. Nein. Wie habe ich das gemacht? Irgendein Tiebreaker. Okay, das war jetzt unerwartet. Ich habe 3-mal Reservieren-Aktion gemacht, Anzahl der Karten in der Pyramide. Ich habe sogar weniger Karten, hat man ja gesehen. Ah, bei Gleichstand zählen die wenigsten Karten in der Pyramide. Ah, okay, cool. Okay, das kam jetzt überraschend, aber na gut.